Die Freilichtbühne Zwickau feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Und das mit hochkarätigen Veranstaltungen. Für den Leiter des Kulturdenkmals war das Jubiläum Anlass für einen Rückblick auf 6 erfolgreiche Jahrzehnte. Um diese Veranstaltungsstätte dürften andere Kommunen die Stadt Zwickau beneiden. Malerisch gelegen im Grünen, fernab vom Straßenlärm. 1957 wurde sie eingeweiht mit der Zauberflöte von Mozart. Entstanden ist sie im Rahmen einer Initiative, die es seinerzeit in der gesamten DDR gab. Ja, das war also ein nationales Aufbauwerk. Das war sicherlich zu dieser Zeit üblich. Das war nicht nur ein Fall für Zwickau, sondern auch in anderen Städten. Vielleicht eine Begebenheit. Diese Bühne ist ja so, ich sage mal, im Zeitrahmen der Jungen Garde in Dresden gebaut worden. Die Junge Garde hatte immer ein halbes Jahr Bauvorsprung und man hat sich immer nach den Dresdner Kollegen etwas orientiert und gehalten und gesagt, ja, so wird man es auch gern hier in Zwickau haben. Und so ist das praktisch die kleinere Bühne von beiden. Aber beide sind 57 eröffnet worden. Heute präsentiert sie sich den Gästen nahezu so wie zu ihrer Eröffnung. Die Bauten konnten erhalten werden und tragen maßgeblich zu dem Flair der Freilichtbühne bei. Natürlich wurden Modernisierungen vorgenommen, um sie für den heutigen Veranstaltungsbetrieb nutzen zu können. Das ist auch das Wichtigste, glaube ich, dass wir mittlerweile eine Bühne haben, die auch zeitgemäß ist. Es ist ja etwas abgesenkt worden. Früher war ja die Bühne musste ja auf ein Plateau gestellt werden, sodass die noch viel höher war als jetzt. Und sie musste bei jeder Veranstaltung auf und abgebaut werden. Das ist ja nicht mehr der Fall. Wir bauen die einmal auf und nach der Sommerzeit bauen wir sie wieder ab. Und dieses Ensemble steht ja komplett unter Denkmalschutz, also auch das Gebäude dort hinten, was Sie sehen hinter der Bühne, da hing ja diese riesengroße Leinwand, die sie über das ganze Gebäude, man sieht auch noch links und rechts die Hängungen. Ja, und genauso alles war hier angeordnet und auch dieses Gebäude hier, dieser Rückbau ist genau noch so. Hier oben sind auch noch die beiden Schatten, wo der Film herausgezeigt worden ist, also wo praktisch dort die Filmrollen eingepflegt worden sind und abgespielt worden sind. Viele verbinden mit der Freilichtbühne unvergessliche Erinnerungen an großartige Filme, aber auch das emotionsgeladene Public Viewing zum Fußball. Und natürlich nicht zu vergessen die Shows, die hier in den vergangenen 60 Jahren zu erleben waren. Ja, also es waren einige großen Bands da. In den 60er Jahren war relativ viel, ich sage mal, damals hieß es halt Estradenprogramm, bunte Programme für die Familie, aber auch für die Jugendlichen. Und die legendären Filmtage, die es hier gab. Also es gab in Anfang der 70er Jahre über 40 Filmvorführungen, also nahezu den ganzen Sommerabend ist hier bis spät in die Nacht hinein Film gespielt worden. Die Buddies gastierten hier, gastierte Truckstop, was natürlich, ich sage mal, gerade zu Zeiten der DDR doch ungewöhnlich war. Die Rubels gastierten hier, es gastierten Karat und City waren schon hier. Also das waren alles diese Rock- und Pop-Größen zu den DDR-Zeiten. Und nun, im 60. Jahr ihres Bestehens, wird die Freilichtbühne ebenfalls die Massen begeistern. Jürgen Flemming und sein Team von der Kultur Z ist es erneut gelungen, großartige Acts für diesen Sommer an den Schwanenteich zu holen. Ja, diese haben, denke ich mal, ein sehr schönes Programm. Also wir fangen hier an. Wir wollten eigentlich anfangen mit den Kajaner. Leider mussten wir das absagen. Und ich denke mal, die Absage ist auch zeitig genug erfolgt. Das hat wirklich produktionstechnische Gründe von der Größe hier. Das ist leider schade. Aber dann werden wir schon mit dem Theater anfangen, mit Sound of Music. Dann wird die Bonnie Dyler wird hier zu Gast sein, auch erstmalig mit der Band. Wir werden Santiano hier zu Gast haben und hier, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, den Zuschauern das zu erklären. Also Santiano ist ausverkauft und hier bitte ich, ich sage mal, doch schon im Vorfeld sich umzuschauen, was die Parkplätze betrifft. Also in dem ganzen Gelände, Stadthalle ist alles frei. Also machen Sie einen kleinen Spaziergang und kommen Sie an diesem Tag bitte an die Freilichtbühne gelaufen, denn es ist ausverkauft. Es ist auch eine Anreise ohne Tickets zwecklos. Ja, ein ganz besonderes Highlight ist sicherlich Status Quo. Status Quo wird einer der letzten Konzerte elektrisch verstärkt geben. Ab dann wird es in dieser Form nicht mehr diese Konzertform zu sehen geben. Sie werden also dann im Spätherbst
Winter akustisch auftreten. Da freuen wir uns ganz besonders. Es ist einer der letzten Auftritte in Europa in dieser Form. Nicht zu vergessen Gregor Meile mit seiner Sommertour am 12. August. Und den Abschluss der Saison bilden schließlich Zwickifax am 9. September und das Taschenlampenkonzert mit Rumpelstiel am 30. September. Happy Birthday, Freilichtbühne. Auf die nächsten 60.